Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMOO-Video. Freunde, heute fangen wir mit dem ersten Teil der GWT-Spezialreihe an. Als erstes Fahrzeug nehmen wir uns den zurzeit preislich sehr attraktiven M3 der E90er Baureihe vor. Viel Spaß! Das deutsche Ponycar. Der Marktstart des BMW M3 der E90er Baureihe war 2007. Zunächst kam das Coupé mit der Modellbezeichnung E92 auf den Markt. 2008 folgten die Limousine als E90 und das Cabrio als E93. Während die Limousine 2008 direkt als LCI auf den Markt kam, erhielten Coupé und Cabrio ihr Facelift erst im Jahr 2010. Designtechnisch hebt sich der M3 stark von seinen harmlosen Versionen ab. Breitere Radkästen, Kiemen wie ein Hai an den Seiten, der bekannte Powerdome auf der Haube. Durch diese Merkmale wirkt der M3 deutlich aggressiver und sportlicher und wittert seine Gegner wie ein Megalodon. Hier zeigen die Münchner, dass mit der Speerspitze im Mittelklasse-Segment nicht zu spaßen ist. Auf der Nordschleife brannte der M3 in seiner Standardversion eine Zeit von 8 Minuten und 5 Sekunden in den Asphalt. Auf dem Hockenheimring eine Zeit von 1 Minute 14,3 Sekunden. Beachtliche Werte für einen Mittelklassewagen. Seine direkten Konkurrenten, der Audi RS4 B7 und die Mercedes C63 AMG W204, waren da deutlich langsamer. Der Audi schaffte auf der Nordschleife immerhin eine Zeit von 8 Minuten und 9 Sekunden und auf dem Hockenheimring 1 Minute 15,4 Sekunden. Eine kleine Pinkelpause später trudelte dann auch die C-Klasse ins Ziel mit einer Zeit von 8 Minuten und 13 Sekunden auf der Nordschleife und 1 Minute 15,7 Sekunden auf dem Hockenheimring. Somit hat hier BMW in seiner Königsdisziplin bewiesen, wer der Platzhirsch ist. Das Fahrwerk in Abstimmung mit dem Motor ergeben Fahreigenschaften jenseits von Gut und Böse. Die Zeiten beziehen sich alle auf die Vor-Facelift-Modelle. So viel zur Fahrdynamik. Kommen wir zur alltäglicheren Situation. Autobahnheizen. Was ist, wenn ein RS4 oder eine C63 AMG mal im Rückspiegel auftauchen? Der BMW sprintet mit seinen 1,6 Tonnen von 0 auf 200 binnen 15,7 Sekunden. Da ist die Konkurrenz leider ein wenig schneller. Findet ihr die Performance des M3 gelungen? Lasst es uns oben rechts in der Umfrage wissen. Doch sehen wir uns das Herzstück ein wenig genauer an. Unter dem Powerdome auf der Haube lauert ein 4 Liter V8 Hochdrehzahltriebwerk. BMW setzt hier auf einen Kurzhuber. Das Prinzip ist nicht neu, doch untypisch für einen M3. Wir haben ein sehr geringes Drehmoment von nur 400 Newtonmeter. Doch ein Drehzahlband, welches erst bei 8400 Umdrehungen die Minute stoppt. Die Leistung ist mit 420 PS angegeben. In der Realität streut der Motor aber leider leicht nach unten, was den brachialen Fahreigenschaften aber keinen Schaden zufügt. Ein derartig hochdrehendes Triebwerk gab es bisher in keinem Serienfahrzeug der BMW-Geschichte. Man kann sich dieses Fahrzeug wie eine deutsche Interpretation eines American Pony Cars vorstellen, gepaart mit den Charakteristiken aus Fernost. Großer V8-Motor in einem kleinen Motor, doch statt Drehmoment dreht dieser gefühlt bis in die Unendlichkeit hoch. Dieser Spagat macht den Wagen einzigartig und zu einem wahren Liebhaberobjekt mit starkem Wertzuwachspotenzial für die Zukunft. Auch weil er der einzige Serien-M3 mit V8-Triebwerk bis dato ist und in Zeiten von Downsizing und Turbomotoren nicht mit einem weiteren V8-M3 zu rechnen ist. Bleiben wir beim Thema Wert. Aktuell bewegt sich der M3 auf dem Markt in folgenden Preiskategorien. Limousine E90 zwischen 32.000 und 50.000 Geld. Coupé E92 29.000 bis 52.000 Moneten. Cabrio E93 28.000 bis 50.000 Taler.
Man sieht, die Karosserieformen geben sich kaum etwas. Es gibt nur minimale Schwankungen mit Stand zweites Quartal 2019. Der größte Wertzuwachs dürfte in den nächsten Jahren beim Coupé als LCI zu verzeichnen sein, denn das Coupé hatte die meisten Besonderheiten. Das Coupé hatte ein Dach aus Carbon, Motorhaube aus Aluminium und weitere Abspeckmaßnahmen. Eine weitere Besonderheit gab es bei der Limousine. Diese hatte nämlich die komplette Frontpartie des Coupés, schmalere Scheinwerfer und die passende Stoßstange. Dadurch wirkt die Limousine deutlich dynamischer als der einfache Dreier. Kommen wir zu den Problemen des M3. Der Motor zählt zu den zuverlässigsten V8-Motoren von BMW. Man muss aber zwingend auf lückenlose Pflege des Triebwerks achten und bedenken, dass man regelmäßig die Lagerschalen tauschen muss. Sonst findet man oftmals die gleichen Probleme wie bei den zivileren Brüdern. Klappernde Getränkehalter, Probleme mit dem Navi-Rechner im Vorfacelift und ansonsten hier und da kleinere Elektronikproblemchen. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass der M3 zuverlässig ist, wenn man sehr penibel auf die Wartung achtet und sich einen sehr penibel gewarteten Gebrauchten zulegt. Wenn die Wartung vernachlässigt wird, entwickelt sich der Wagen zu einem Fass ohne Boden, so wie jeder andere Wagen auch. Es kann vorkommen, dass man ein Klappern vom Antriebsstrang vernimmt. Dies ist aber nicht weiter schlimm und kommt durch die steife Auslegung des Antriebs. Dies wirkt sich aber nicht auf die Haltbarkeit der Komponenten aus. Ausstattungsmäßig unterscheidet sich der M3 fast gar nicht von seinen kleineren Brüdern. Lediglich das DKG hebt ihn in dieser Hinsicht ab. Alle anderen Annehmlichkeiten wie Navigationssystem, Multifunktionslenkrad, elektrische Sitze und so weiter gab es selbstverständlich auch beim M3. Wer also einen Kurvenjäger mit unglaublicher Querperformance und sattem V8-Sound sucht, ist mit dem M3 der E90er-Reihe bestens bedient und wird voll auf seine Kosten kommen. So Freunde, das war's mit dem BAVMO Video für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vergesst auch nicht, bei unseren Kollegen vom Kartell vorbeizuschauen. Links zu deren Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO Crew.